Hallo, es geht weiter bei Conny Canarias Land und Leute. Und zwar geht's nach oben zum Sonnenland. Das haben wir ja hier halb links oben auf dem Hügel und das zieht sich ja dann bis runter bis zur Tankstelle, die Meloneras Tankstelle. Ja, bei so einem Wetter macht es richtig Spaß zu fahren. Ja, nur schön. Und hier rechte Hand, oi, da hat es aber wieder einer sehr eilig. Hier rechts, das ist ja eine Timeshare-Anlage El Palmeral, das hier so ein bisschen erhöht liegt. Und dort hat man natürlich auch immer einen super Blick. Aber den haben wir von anderen Fleckchen auch hier im Sonnenland, ohne dass wir uns bei einem Timeshare einmieten müssen. Hier vorne rechts geht es ja dann in die Zone Los Olivos. Da stehen recht nette Häuschen, aber da fahre ich dann mit euch mal ein andermal lang. Ja, und hier der Blick bis hin zum Wasser runter, einfach nur schön. Da vorne rechts ist ja das Surikan. Auch hier im Sonnenland gibt es natürlich immer wieder Apartments oder Bungalows, die man mieten kann. Ist halt ein bisschen weiter weg vom Strand, aber ich denke mal, mit dem Bus oder mit dem Taxi ist das auch zu bewältigen. Sind ja alles keine Entfernungen hier. Und das ist ja das Dunas Mirador, das Hotel hier ganz oben im Sonnenland. Und dann fahren wir mal weiter. Ja, hier den Verkehr, den wir hier haben, der ist ja überhaupt nicht mit dem Verkehr in Deutschland zu vergleichen. Ist ja hier wie auf dem Dorf, weil ist ja im Prinzip auch ein Dorf. So, das hier rechts ist immer noch Hotel. Da gibt es dann auch verschiedene Geschäfte, Friseur, Bars. Da gibt es auch vorne die Love and Hate Bar, Restaurant. Da habe ich auch schon mal aufgenommen. Und verschiedene Cafés. Also hier bekommt man so von jedem etwas. Und natürlich hier an der Ecke auch den Supermarkt. So, und das ist der große Kreisel. Hier rechts geht es zum Tablero. Aber ich stoppe hier jetzt mal und ja, sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.